Herzlich willkommen zu einer neuen Runde mit der Aleph Akademie. Heute mit Ute. Schön, dass ihr alle da seid. Tudel ist hier im Raum. Meine Nichte Friederike summt in der hinteren Ecke. Wenn es zu laut wird, sagt Bescheid. Ich versuche es zu integrieren. Und vor allem versuche ich, und vor allem möchte ich mich mit euch erinnern an die Leichtigkeit der Erlösung, an die gegenwärtige Liebe und an die Schönheit, die dir zur Verfügung steht, die du bist. Und es ist doch zu schade, wenn du das nicht sehen kannst, wenn du das doch sogar bist, ne? Weil ohne dich keine Schönheit. Und da ist nur durch dich Schönheit da und keiner kriegt es mit, weil du es nicht mitkriegst. Oder sagen wir mal so, alle kriegen es mit, nur du nicht. Das ist doch schade drum. Das ist doch wirklich schade drum, ja. Also das ist nicht nötig. Und ja, deswegen wenigstens jetzt, ne? Das ist ja ausreichend, wenigstens jetzt alle Waffen niederlegen, alle Selbstangriffe zur Seite stellen und je alle Versuche, dich selbst zu therapieren oder dich therapieren zu lassen, mal zur Seite legen und einfach nur zulassen, was du eh schon bist. Das ist ja alles, ne? Mehr und mehr geht es ja nicht die ganze Zeit. Wahnsinn, was wir hier für ein Experiment machen. Permanente Selbstoptimierung, zwanghaft. Also, oh, mein Akku. Eine zwanghafte Selbstoptimierungsprogramm am Laufen, weil ansonsten fliegst du raus. Und das alles nur, weil du denkst, du seist getrennt. Was für ein Unsinn. Aber wir sind freiwillig hier. Und wir sind hier, um genau das uns anzuschauen. Und das ganze Scheitern darin anzuschauen und eine neue Wahl zu treffen, eine gegenwärtige Wahl zu treffen. Und jetzt möchte ich mal einfach Jesus einladen, ganz offiziell. Ich möchte Jesus einladen, ich möchte den Christus einladen, uns beizuwohnen und meinen Mund zu führen, mich zu nutzen mit meiner Stimme, mit meinen Ohren, mit meinen Händen, alles sich in Frage stellen, mal beiseite zu stellen. Nicht aus Panik heraus zu handeln, sondern aus Nächstenliebe. Die Nächstenliebe ist dein Schlüssel. Liebe deinen Nächsten als dich selbst. Wenn du ihn rettest, rettest du dich. Das ist der Schlüssel. Das ist wirklich der Schlüssel. Das ist der Schlüssel, indem ich dich finde, indem ich für dich sterben möchte, kannst du so sagen, ja? Also wenn ich rette ich mich selbst, wenn ich mich durch dich vergessen kann, ne? Erstehe ich auch von dem kleinen Selbst, das ich gemacht habe, was ich hier die ganze Zeit versuche aufrechtzuerhalten, zwanghaft. Diese zwanghafte Selbstoptimierung, diese totale Verleugnung der eigentlichen Macht, die dir zur Verfügung steht.
die absolut verleugnen. Zeig mir, wo ich heute hingehen soll, was ich sagen soll und zu wem, ja? Was ich tun soll. Zeig du es mir. Zeig mir, wie ich wahrhaft hilfreich sein soll. Das ist das Einzige, was ich noch irgendwie, was noch so geistige, so, wo die, wo meine, wo so geistige Gesundheit mitschwingt, ja, so. Zeig mir, wie ich wahrhaft hilfreich sein kann hier. Oh mein Gott, befreie mich von diesen ganzen Einflüssen, die irgendwelche alten Memories noch triggern wollen, dass ich hier mich noch selbst optimieren könnte, ja, als ob es darum gehen würde, als ob es da mein Heil geben würde, als ob da noch was zu reparieren wäre. Da ist nichts mehr zu reparieren. Da ist nur was ihm zur Verfügung zu stellen. Du stellst es zur Verfügung und es wird für dich und du wirst ganz sanft nach Hause gebracht. Du hast hier nichts verloren in einer fremden Welt, die weh tut. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir tut die Welt weh. So, es ist ein Schmerz. Und nur wenn ich auch einsehe, okay, was mir weh tut, das ist etwas, also wenn es mir weh tut, dann ist es etwas, was nicht dazugehört. Verstehe? Also das ist nicht meine Heimat. Der Schmerz ist nicht meine Heimat. Da gehöre ich nicht hin. Wenn dir die Welt anfängt, weh zu tun, dann ist es Zeit, sie loszulassen. So, das ist nicht dein, dafür bist du nicht da, zu leiden, ne? Dich zu opfern oder anzupassen. Sondern es ist dazu da, zu merken, ah, hier gehöre ich nicht hin. Deswegen passt du nicht rein. Weil du hier nicht hingehörst. Du gehörst definitiv nicht hin in die Welt der Selbstoptimierung. Vergiss es, da gehörst du nicht rein. Das ist deiner nicht würdig. Jenseits dieser Welt ist eine Welt, die dich liebt, die du liebst. Jenseits dieser Welt ist eine Welt, die ich will. Gottes Wille für mich ist vollkommenes Glück. Ich meine, stell dir mal vor, Gottes Wille für dich ist vollkommenes Glück. Und Gott, ne, das ist ja nicht irgendwer. Gott ist die gesamte Macht, die es überhaupt gibt. Und diese gesamte Macht, die es überhaupt gibt, ne, die stärker ist wie 100.000 Atombomben und so weiter. Die will dein vollkommenes Glück. Was könnte dem im Wege stehen? Kannst du dir vorstellen, mit wie wenig du dich zufrieden gibst? Aber es ist okay, du bist hier, du bist freiwillig hier, du hast es gewählt, hier zu sein, um deinen Bruder zu finden im Staube. Und jetzt hast du ihn gefunden und dann halte seine Hand und sei dankbar, denn er erlöst dich. Echt. Also kennt ihr dieses Bild von irgendwelchen alten Jesus-Filmen, wo Jesus am Kreuz zum Ölberg da hoch sich schleppt mit dem Kreuz auf dem Rücken. Und dann stolpert er und jemand hebt ihn, hilft ihm auf oder reicht ihm Essig oder sowas, Wasser wischt sein Gesicht oder sowas, wie er die Hand nimmt. Erinner dich an das Bild, wo es bei dir kribbelt, ja, wo es bei dir das Herz öffnet, ja, wo die Hand gereicht ist und du greifst fest dazu, ja, in diesem ganzen Szenario der Selbstoptimierung. Also so, da greifst du nochmal, das ist alles Horror, ja, das ist wirklich Horror. Das ist kein Spaß, hier reinpassen zu wollen, noch eine weitere Million verdienen zu wollen oder was weiß ich, vom Arbeitsamt wegkommen zu wollen oder was auch immer, das ist kein Spaß, das ist die Hölle. Das ist wirklich die Hölle. Das ist die Hölle. Das sieht noch so aus, als ob es Spaß macht, so yay, cool, ich kann was erreichen oder sowas. Das macht Spaß, das ist ein Spiel, da spiele ich mit, ich mache noch einen
Kurs in Selbstverwirklichung oder sowas. Aber das ist die Hölle. So, aber Gott, und wenn du nicht erkennst, dass das die Hölle ist, gibt es für dich niemals einen Grund, damit aufzuhören. Deswegen ist es momentweise ganz gut. Und dann geht alles wieder los und dann kannst du alle deine Seminare wieder machen und das ist auch total schön. Aber einen Moment lang, jetzt in diesem Augenblick zu sehen, da draußen ist nichts für mich. Keine weitere Kaffeemaschine, kein weiteres ist notwendig für den Heiligen Geist, damit er hier reinkommen kann. Ne? Weil wozu soll er, wie kann er denn hier sein, wenn du schon weißt, was du den Tag machst? Wie kann er denn für dir sorgen und wie kann er dich dahin führen, wo du sein sollst, wenn es eh schon dein Kalender schon dicht ist, sozusagen, ja? Und du sowieso nur das zulässt, was du jetzt geplant hast. Wo soll der Heilige Geist da rein? Wie ehrlich meinst du es? Wie sehr willst du Gott? Also wie sehr willst du zur Verfügung stehen? Ich meine, wir sind ja Gott sei Dank schon alle an dem Punkt, denke ich mal, dass wir, zumindest wenn du in meine Klasse einschaltest, dass du ja eh weißt, dass du mit deinen Projekten an die Wand fährst, wenn du nicht den Heiligen Geist da seriös einlädst. Und insofern machst du einfach, was du eh machst. Und gehst immer mehr in die Demut. Das ist ein schöner Moment, die Demut zu finden, die wahre Demut. Es ist ein schöner Moment, wo es dann endlich, oh mein Gott, ich brauche das ja gar nicht, was ich dachte, was ich unbedingt will, was meine Zukunft sichert, was mein Status etabliert, was mein Einkommen sichert, whatever, ja. Also so, ich brauche das ja wirklich gar nicht. Ich werde von der Liebe Gottes erhalten. Das ist sogar hier wahr. Das ist sogar hier wahr. Ich glaube da, ehrlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube das nicht im Alltag. Sonst könnte ich ja nicht weinen. Sonst könnte ich ja nicht verzweifelt sein. Sonst könnte ich ja nicht Sorgen haben. Ich glaube das einfach nicht im Alltag. Vielen Dank, herzlichen Dank. Aleph Akademie. Vielen Dank, Seminare. Vielen Dank, Lehrer Gottes, dass ihr mich. Und danke, lieber Bruder. Danke, Andrea und Marc und Irena und Pia und Dorothea und Cornelia. Danke, dass ihr mich daran erinnert, dass ich von der Liebe Gottes erhalten werde. Was denke ich denn überhaupt? Also von was ist denn hier. Was habe ich mir denn eingebildet? Was bilde ich mir denn die ganze Zeit ein, dass ich denke, ich müsste gucken, dass mein Schäfchen im Trockenen ist? Was bilde ich mir denn ein, dass ich denke, es ginge hier nur um diese Hülle, also um diesen Körper? Ich weiß nicht, du musst. You need do nothing. Kennt ihr das Kapitel? Du musst nichts tun. Kapitel 15, oder? Oder 18. Genau, da möchte ich mal mit euch hin. Du brauchst nichts tun. Wer mitlesen möchte, Kapitel 18, Seite 388. Du brauchst nichts tun. Unter Kapitel 7. Du setzt noch immer zu viel Glauben in den Körper als eine Quelle der Stärke. Welche Pläne schmiedest du, in denen es nicht in irgendeiner Weise um seine Behaglichkeit, seinen Schutz oder sein Vergnügen geht? Das macht den Körper in deiner Deutung zu einem Zweck und nicht zu seinem Mittel. Und das heißt immer, dass du die Sünde nach wie vor als attraktiv empfindest. Niemand nimmt die Sühne für sich an, der immer noch die Sünde als ein Ziel annimmt. So bist du deiner einen Verantwortung nicht gerecht geworden. Wer Schmerz und Zerstörung vorzieht, heißt die Sühne nicht willkommen. So, das schauen wir uns jetzt nochmal genauer an. Also, ich pläne schmieden, ich pläne schmiede, ich schmiede Pläne. Das ist mir zu, ich schmäde, schmäde, ich
plane, ich gucke, wie ich zurechtkomme in der Welt, dass ich mich einigermaßen wohlfühle, dass es mir warm geht, dass ich jetzt meinen Kaffee habe, dass ich mich möglichst wenig mit meinem Bruder auseinandersetzen muss, dass ich mein Ding mache. Und das verleugnet den Moment, wo ich einfach die Sühne für mich akzeptieren könnte, stattdessen. Und mit dem Akzeptieren der Sühne sehe ich auf einmal schwuppdiwupp, hey, es geht um was ganz anderes. Und das alles ist nichts weiter als ein großes Ablenkungsmanöver. Meine Güte, ich bin doch nicht hier, um die ganze Zeit mich ablenken zu lassen. Ich wollte doch meinen Job erfüllen. Und das ist meine Funktion einnehmen, ist das, was mich glücklich machen wird, was mich warm machen wird, was mich satt machen wird, was mich befriedigen wird. Alles andere hat mich ja noch nie befriedigt, weil es immer an der falschen Stelle genährt wurde. Der Körper an sich hat nichts zu bieten. Er hat wirklich nichts zu bieten. Er kann dich nicht befriedigen. Das kann er nicht tun. Das ist ja klar, oder? Die Liebe ist ein geistiger Akt, so. Und solange ich diese Behaglichkeit meinem Körper um meinen Körper herum vorziehe, glaube ich halt noch an Sünde, anstatt die Sünde für mich zu akzeptieren. Also einfach nur, dass man sich das bewusst macht. Also nicht, dass es falsch wäre oder dass du dadurch nicht, dass daran was falsch wäre, deine Bedürfnisse zu befriedigen, aber es ist gut zu sehen, okay, ich versuche es an der falschen Stelle, denn du bist wirklich nicht von hier. Das, was du bist, die Liebe, die du bist, ist wirklich nicht von hier. Sie ist in hier und das zu begreifen und das zu geben, sozusagen, wird dich glücklich machen. Und dann das wissen wir, daran erinnern wir das und dann erinnern wir uns, dann haben wir äußere Form, wo wir das manifestiert sehen und dann suchen wir wieder die äußere Fremde, wieder der äußeren Form hinterher. Ah, ich muss ja diese attraktive Kurs in Wundern Lehrer sein oder sowas. Das ist total vergessen, um was es geht. Also so, und dann, weil um all das geht es nicht. Um all das geht es nicht. Um nichts von all dem geht es. Du brauchst keine besondere Rolle, dir ausdenken, worüber du dann deine Liebe ausdehnen kannst. So, das ist nicht nötig. Das wird dir alles gegeben in diesem Augenblick, deine besondere Funktion, die dich glücklich machen wird, die dich auch zu einem vollständigen, von mir aus, wenn das ein Bedürfnis ist, ein vollständiges Mitglied der Gesellschaft machen wird. Also so, falls das irgendwie bei dir eine Rolle spielt. Aber lass ihn das machen. Versuch nicht selber da reinzugrätschen, weil wir tappen im Dunkeln, was die Form betrifft. Wir haben überhaupt keine Ahnung, wenn wir uns als getrennt wahrnehmen. Ja, jetzt lese ich aber mal weiter. Also niemand nimmt die Sühne für sich an, der immer noch an die Sünde als sein Ziel annimmt. So bist du deiner Eigenverantwortung nicht gerecht geworden. Wer Schmerz und Zerstörung vorzieht, heißt die Sühne nicht willkommen. Ja. Es gibt eines, das du niemals getan hast. Du hast den Körper nicht vollends vergessen. Er ist vielleicht zeitweise aus deiner Sicht entschwunden, aber er ist noch nicht vollständig verschwunden. Von dir wird nicht verlangt, dass du das mehr als einen Augenblick lang geschehen lässt. Genau in diesem Augenblick jedoch geschieht das Wunder der Sühne. Danach wirst du den Körper wiedersehen, doch nie mehr ganz so wie zuvor. Und jener Augenblick, den du verbringst, ohne seiner gewahr zu sein, verleiht dir eine andere Sicht von ihm, wenn du wiederkehrst. Und ich weiß nicht, ob ich mich da zu weit aus dem Fenster lehne, aber ist es nicht so, dass er damit meint, dass es wirklich eine andere Realität gibt, in die du gehen kannst mit deinem Geist, ja?
eine ganz andere Realität, die du wählen kannst in deinem Geist. Und wenn du in dieser Realität bist, dann schaust du vielleicht noch von oben auf deinen Körper, falls du dich daran erinnerst, aber du bist nicht mehr in deinem Körper. Du bist ganz und gar nicht mehr an deinem Körper. Du bist woanders. Und wenn du dann zurückkommst in den Körper, dann schaust du einen anderen Blick darauf. Und das ist die Gabe, die du mitbringst für deine Brüder. Du erinnerst sie daran, dass das nicht die wirkliche Welt ist. Das ist nicht das, wo ist, wo sie hingehören. Danke für dein Herz, Dorothea. Kann ich gebrauchen. Ja, weil manchmal muss man auch eine, braucht man seine Fürsprecher, ne? Dass man, Jawohl. weil ich mein's ernst. So was, wie ernst meine ich's damit sozusagen? Wie sehr lasse ich das zu, was der Kurs da mir sagt? In keinem einzigen Augenblick existiert der Körper überhaupt. Immer erinnert man sich an ihn oder nimmt ihn gedanklich vorweg. Aber er wird nie gerade jetzt erfahren. Ist es dann nicht so, wenn der Kurs recht hat, dass wir überhaupt gar keine Ahnung haben, was das jetzt ist? Ja. Wer weiß, was das jetzt ist? Das ist eine sehr treffende Frage, weil. Leider höre ich nichts. Ey, ich weiß nicht, was hier los ist. Also, das ist eine sehr Habe ich treffende Zoom Frage. leise gestellt, dass ich euch nicht. Ich weiß nicht, was. Ich kann euch leider nicht hören. Okay, kein Problem. Aber ich glaube, ich höre so ein. Sagt gerade jemand etwas? Ja, ich habe gerade was gesagt. Jetzt rede ich, aber red du weiter, Ute, red weiter, du. Ich höre so gern zu. Jetzt bin ich gerade verunsichert, Leute. Ich höre doch da ein Geflüster, oder? Kann mir jemand mal beim Chat schreiben, was mit der Technik Wer hört ist? das Weil ich kann euch nochmal? nicht hören, nochmal. Hörst du mich? Nee, ne? Nicht, ne? Ich höre dich Was auch ist denn da gut, los? ja, Das habe ich keine. noch nie gehabt. Ich muss mal auf Pause drücken mit den Aufzeichnungen. Also zurück. Ich brauche nichts zu tun. In keinem einzigen Augenblick existiert der Körper überhaupt. Immer wird er erinnert und erinnert man sich an ihn oder nimmt ihn gedanklich vorweg, aber er wird nie gerade jetzt erfahren. Nur seine Vergangenheit und Zukunft lassen ihn wirklich erscheinen. Die Zeit kontrolliert ihn völlig, denn die Sünde liegt nie gänzlich in der Gegenwart. In jedem einzelnen Augenblick würde die Anziehungskraft der Schuld als Schmerz und als sonst nichts empfunden und deshalb gemieden werden. Sie hat jetzt keine Anziehung. Ihre ganze Anziehungskraft ist eingebildet und deshalb kann man nur in der Vergangenheit oder Zukunft an sie denken. Okay, ich lasse das mal so stehen. Es ist unmöglich, den heiligen Augenblick vorbehaltlos anzunehmen, es sei denn, du bist einen einzigen Augenblick lang gewillt, keine Vergangenheit noch Zukunft zu sehen. Du kannst dich nicht auf ihn vorbereiten, ohne ihn in die Zukunft zu verlegen. Befreiung wird dir in dem Augenblick gegeben, in dem es dich dann nach ihr verlangt. Viele haben ein ganzes Leben mit vorbereitet. Das finde ich so eine schöne, ja, eine schöne Aussage. Viele haben ein ganzes Leben lang mit Vorbereitung zugebracht und haben in der Tat ihre Momente des Erfolges erzielt. Dieser Kurs versucht nicht mehr zu lehren, als sie in der Zeit lernten. Es ist kein arroganter Kurs. Er setzt sich nicht im Ziele ab von irgendeinem anderen Heilslehre, sondern nur dieser Kurs versucht nicht mehr zu lehren, als sie erzielten. Aber er zielt auf Zeitersparnis ab. Es ist ein Kurs an vielen Ideen vorbei, direkt zur Wahrheit. Vielleicht versuchst du einen sehr langen Weg zum Ziel zu gehen, das du akzeptiert hast. Es ist extrem schwierig, die Sühne zu erreichen,
zu erreichen, indem man gegen Sünde kämpft. Enorme Mühen wird bei dem Versuch aufgewendet, das Heilige zu machen, was man hasst und verachtet. Ja, also ich muss einfach mal für den einen oder anderen, der vielleicht da Widerstände hat in Bezug auf den Körper, weil das wird ja auch, ist ja auch oft, also es gibt ja auch diese Kritik am Kurs, dass das so körperverneinend ist und so. Da möchte ich gerne kurz innehalten, dass du hier spielst und deinen Körper erfährst und dass du deine Abenteuer damit machst, wie du sie machst, das ist lächerlich. Kein Problem, kannst du machen. Also darum geht es irgendwie gar nicht. Aber Fakt ist, dieser Körper ist entstanden aus dem getrennten Geist heraus. So. Der Körper hast du tatsächlich, also auf der höheren Ebene hast du dich für die Falschgesinntheit entschieden, indem du dich von Gott wegentschieden hast und dann viel tiefer gerutscht bis hin zum Körper. Und diese Falschgesinntheit hat halt also diesen Körper erzeugt. Jetzt läufst du in diesem Körper herum und versuchst dich mit ihm anzufreunden, obwohl er aus der Falschgesinntheit entstanden ist. Und das funktioniert ebenso nicht, kann man sich ja vorstellen. Ne? Und deswegen ist ich, und das ist ja auch, ich meine, ist doch offensichtlich, guck dir mal diese ganzen Therapien an und diese ganzen Versuche, das zu reparieren, was von vornherein irgendwie zum Urteil, also so, nichts hat geklappt. Es ist vergeblich und am Ende stirbt man sowieso. Also so, das ist einfach doch offensichtlich, dass es da nichts zu holen gibt oder zu verbessern gibt. So. Es ist gemacht aus dem falschgesinnten Geist dann möchte ich euch gerne an diese Nahtoderfahrungen erinnern, die auch immer davon berichten, dass sie, mein Gott, wie konnte ich da nur reinpassen in diese Kleinheit, ne? Also so das haben wir mal gemacht, aber jetzt, alle, die sind ja, ne, sonst wären es ja keine Nahtoderfahrungen, sind ja zurückgekommen und sind in den Körper gegangen. Und das war auch freiwillig, auch wenn die einen oder anderen, das auch so darstellen, als ob sie da quasi keine Wahl drin hätten. Aber sie sind zurückgekommen, weil sie hier die Liebe runterbringen wollten, ja, als Liebe. Also so, es ist ein freiwilliges Geschehen, was hier passiert. Aber jetzt stellt's halt auch, ne, so, also zieh das Pferd nicht von hinten auf, sondern follow the instructions, ne? Also so, versuch es nicht da zu lösen, wo es nicht zu lösen ist, sondern jetzt musst du dich verdammt nochmal richtig führen lassen. Du musst dich wirklich führen lassen. Und du musst deine ganzen Ideen loslassen, wo du denkst, was dir Sicherheit gibt. Das ist das, und das wirst du auch. Du hast gar keine Scheibenkleister. Ich habe einen Arzttermin ab. Egal, den verpasse ich jetzt gerade. Mein Handy sagt mir gerade, ich habe einen Arzttermin gerade. Na gut, ja, da ist sie wieder, die verrückte Welt. Die mich hier immer aus dem Konzept bringen will, die Wahrheit runterzubringen. Also, ne, der Körper, der ist aus dem falschgesinnten Geist heraus gemacht, also versuch gar nicht, den jetzt irgendwie schön zu machen, sondern fühl dich zu Hause hier. Du darfst hier Platz nehmen, ja, in deinem Körper. Nimm Platz. Die Angst ist hier der Fremde, ja. Ich bin zu Hause. Die Angst ist hier der Fremde. Es geht natürlich jetzt nicht darum, irgendwie hier abzuhauen. Oh, ich will jetzt, oh, schnell weg hier, weil das ist eh alles so, ne? Die Welt ist kalt und grausam. Sondern nimm jetzt mal endlich Platz als Liebe, als abstrakte Liebe. Sei in deinem Körper und arbeite aus deinem Körper heraus. Lass es nur mal so sein, dass du hier bist, ja, und spreng es von innen heraus sozusagen, indem du es vollkommen annimmst, wie es ist. Du willst den Körper nicht wirklich, ne? Du willst auch keinen schöneren Körper oder einen gesünderen Körper oder irgendwas. Das willst du gar nicht. Du willst ihn einzig und allein nutzen, die Liebe auszudehnen. Und sei dir gewiss, da hat jeder seine Rolle. Jeder kann hier die Linie, egal wie behindert du bist,
Du wirst genau den erreichen, der dich hören kann. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du so behindert bist, wie du gerade bist. Weil nur dadurch kannst du denjenigen erreichen, der dich hören kann. Und dann bist du auch in Frieden mit dem Körper. Er dient, solange er für dich praktisch ist. Es ist einfach wirklich wichtig, die Investitionen in diese Welt zurückzupfeifen. Das wird dir sowieso um die Ohren gehauen. Also so musst du dir keine Sorgen machen. Du brauchst kein Streber sein, der es besonders schnell und fleißig die Welt vorher schon abgibt. Das wird dir eh um die Ohren gehauen und dann gibst du es freiwillig ab, weil es hat nie Spaß gemacht, hier zu funktionieren. Diese kurzen Augenblicke der Bestätigung, ey, das ist doch nichts. Was ist denn das? Das ist einfach nichts. Das ist, sobald du es hast, willst du es nicht mehr. Und dann ist es auch noch krass relativ. Also du könntest diese Relativität, ne? Krass, Mann, ey. Ist euch das schon mal aufgefallen, wie krass relativ das alles ist? Also es ist doch egal, wo du da stehst, scheinbar in der Hierarchie der schicken Buddies oder was weiß ich, ne? Ist doch völlig egal. Du kannst ein Millionär sein und dich arm fühlen, ne? Weil dir die dritte Million fehlt. Das ist der gleiche Schmerz. Das ist der gleiche Schmerz wie jetzt, was weiß ich, der Obdachlose, der nicht weiß, wie er seinen nächsten Schuss kriegt oder sowas. Das ist immer der gleiche Schmerz. Aber das ist auch auffallend. Die in sich ruhen, die nicht mehr nach rechts und links gucken und die nicht mehr an sich zweifeln, die es nicht mehr nötig haben, an sich zu zweifeln, weil es gibt überhaupt keine Antwort auf deinen Zweifeln. Die haben eine Schönheit, die auch nicht zu übersehen ist und die dich unwillkürlich anzieht, ne? Und die auch unwillkürlich reflektiert wird. Wenn du im richtig gesinnten Geist bist, auf einmal siehst du, wie sehr du deinen Bruder liebst, wie sehr du deinen Arbeitgeber, deinen Chef, deinen Nachbarn, deinen Postboten, wie sehr du die alle liebst, so, und wie sehr du die schon immer geliebt hast und wie sehr du nichts wolltest, als diese Liebe zu sehen und zu teilen, ne? Das ist ja auch kein Geheimnis. Alle diese Versuche, also die Frage, also hier enorme Mühen wurde bei dem Versuch aufgewendet, es heilig zu machen, was man hasst und verachtet. Auch ist ein Leben der Kontemplation und langen Phasen der Meditation, die auf Loslösung vom Körper abzielt, nicht notwendig. Alle diese Versuche werden letztlich von Erfolg gekrönt sein, um ihres Zieles willens. Weil ich den Frieden Gottes will. Deswegen werden sie mit Erfolg gekrönt sein. Doch sind die Mittel mühsam und sehr zeitaufwendig, denn sie sind alle auf die Zukunft ausgerichtet, um die Befreiung von einem Zustand gegenwärtiger Unwürdigkeit und Unzulänglichkeit zu erlangen. Und dein Weg wird ein anderer sein. Nicht was das Ziel, sondern was die Mittel betrifft. Eine heilige Beziehung ist ein Mittel, um Zeit einzusparen. Ein Augenblick, den du gemeinsam verbringst mit deinem Bruder, gibt euch beiden das Universum wieder. Du bist vorbereitet. Du bist kursiv geschrieben. Du bist vorbereitet. Jetzt brauchst du dich nur daran zu erinnern, dass du nichts zu tun brauchst. Es wäre jetzt bei weitem nützlicher, dich nur darauf zu konzentrieren, als darüber nachzudenken, was du tun solltest. Wenn der Frieden endlich zu denen gekommen ist, die mit der Versuchung ringen und dagegen kämpfen, der Sünde nachzugeben, wenn das Licht schließlich in den Geist kommt, der sich der Kontemplation hingibt, oder wenn das Ziel schließlich von irgendjemandem erreicht wird, dann geht es stets nur
mit der glücklichen Einsicht einher, ich brauche nichts zu tun. I need do nothing. I need do nothing. Okay. Ist alles gut jetzt, ja. Hier ist die letztendliche Befreiung, die ein jeder eines Tages auf seine Weise und zu seiner Zeit finden wird. Du brauchst diese Zeit nicht. Alles gut, lass mal liegen. Zeit ist für dich eingespart worden, weil du mit deinem Bruder zusammen bist. Weil du und dein Bruder zusammen seid. Ich wusste es doch schon die ganze Zeit. Da steht es so wunderschön. Das ist das besondere Mittel, das dieser Kurs anwendet um dir Zeit zu ersparen. Du wendest den Kurs nicht an, wenn du darauf beharrst, Mittel zu benutzen, die anderen gute Dienste geleistet haben und das vernachlässigt, was für dich gemacht ward. Spare Zeit an für mich nur durch diese eine Vorbereitung und übe dich darin, nichts anderes zu tun. Ich brauche nichts zu tun, ist eine Aussage der Treue, einer wahrhaft ungeteilten Loyalität. Glaube nur einen Augenblick daran und du wirst mehr erreichen als ein Jahrhundert der Kontemplation oder des Kampfes gegen die Versuchung, was mit Versuchung zuteil wird. Leute, habt ihr das gehört? Wir können jetzt quasi zählen, wie viele Jahrhunderte wir jetzt einsparen, indem wir einen Augenblick mal uns sagen, ich brauche nichts zu tun. 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000 Jahre habe ich gerade eingespart. Und ihr? Das ist Ausdruck einer wahren Loyalität. Und das ist ein wachsamer Zustand, weißt du, wenn du dann, wenn du das ist nicht. Das ist ein wachsamer Zustand. Ich habe dich gefunden, mein Bruder. Ich habe dich gefunden, Trudel. Ich werde mit Trudel ein Wochenende machen im Atemzentrum. Kommt alle vorbei. Das Wochenende vorher ist Tanja und Gesna. Das Wochenende danach ist das Festival. In Bad Meinberg und dazwischen unsere Schönheit. Heute Nacht lag ich wach und der Wahnsinn tobte in meinem Schädel und so. Und ich dachte, und ich hatte nur so, ich habe auf einmal so dieses Wissen gespürt, dass ich so geführt werde. Und dass genau das passieren wird, was genau richtig ist für unser Zusammenkommen, für mein Erwachen, für dein Erwachen. Wenn ich nicht mehr versuche reinzupassen, wenn ich wirklich nur mit dem Christus gehe und würde sagen, hey, zeig du mir, ich bin jetzt demütig genug, es muss nicht auf meine Weise gehen, es muss nicht mit den Mitteln gehen, die ich für meine Sicherheit ausgesucht habe und ich ausgeschmückt habe mit meinen besonderen Beziehungen, wo ich denke, ich hätte ein bisschen Kontrolle. Diesmal, es ist Schmerz, es ist wirklich Schmerz. Ich habe jetzt die Ehre, mir das geben zu lassen, was wirklich hilft. Und das will ich mit euch feiern, das will ich mit Trudel feiern. Mir geht's um diesen einen Moment, wo die Hoffnung echt ist, wo die Hoffnung richtig echt ist, wo du merkst, wow, cool, es gibt eine Antwort auf das Ganze, es gibt wirklich Gott. Wo es real wird, wisst ihr, was ich meine? Wo es auf einmal so, wo die Hoffnung reinkommt, wisst ihr, was ich meine? So dieses Gefühl von, ah, jetzt habe ich es gespürt, da geht's lang. Ach, Gott sei Dank. Und dann kann man auch die ganzen Götzen angstfrei loslassen. Ja, wenn man so ein bisschen auf die Spur kommt, merkt man, oh, ich brauche das ja gar nicht. Ich brauche das wirklich nicht. Ich brauche nicht mal mein Auto.
Ich brauche das alles gar nicht. So, also das ist so eine Befreiung, aber das geht nur, wenn es echt ist. Das kannst du nicht faken oder das kannst du nicht, ne, da, so mit, wie heißt es, also mönchmäßig, mit Kasteiung oder so, sondern du kannst es nur, wenn es halt kein Opfer mehr ist, ne? Wenn die Welt abzugeben kein Opfer mehr ist, sondern eine Freude. Dann eine Freude deiner Befreiung, so, oh Gott, dann ist es, ja, dann ist es nicht, dann ist es natürlich eine Freude, ne? Wenn es eine Freude ist, ist eine Freude. das kann man nicht faken. Und es ist gewiss, das steht dir zur Verfügung und du hast da gar keine Wahl drin. Ist das nicht was? Ist das nicht was? Irgendwas tun bezieht den Körper ein. Wenn du begreifst, dass du nichts zu tun brauchst, hast du den Wert des Körpers aus deinem Geist abgezogen. Hier ist die schnelle, offene Tür, durch die du an Jahrhunderten der Anstrengung vorbeischlüpfst und der Zeit entrinnst. Das ist der Weg, auf dem die Sünde jetzt gleich jede Anziehungskraft verliert. Denn hier wird die Zeit geleugnet. Und Vergangenheit und Zukunft sind nicht mehr da. Wer nichts zu tun braucht, der braucht keine Zeit. Nichts tun heißt ruhen und einen Ort in dir schaffen, an dem die Aktivität des Körpers aufhört. Aufmerksamkeit in dir schaffen, Aufmerksamkeit von dir zu fordern, also schlecht vorgelesen. Nichts tun heißt ruhen und einen Ort in dir schaffen, an dem die Aktivität des Körpers aufhört, Aufmerksamkeit von dir zu fordern. An diesem Ort kommt der Heilige Geist und dort weilt er. Er bleibt auch dort, wenn du vergisst und wenn die Aktivität des Körpers wiederkehrt, um dein Bewusstsein zu besetzen. Doch wird es diesen Ort der Ruhe immer geben, zu dem du wiederkehren kannst. Du wirst dir diese ruhigen Mitte im Sturm stärker bewusst sein als seine ganze tobende Aktivität. Und diese ruhige Mitte, in der du nichts tust, wird bei dir bleiben und mit und dir mitten in jeder geschäftigen Tun, in das du ausgesandt wirst, Ruhe geben. Denn von dieser Mitte aus wirst du angeleitet werden, wie du den Körper ohne Sünde nutzen kannst. Und diese Mitte, in welche der Körper abwesend ist, wird ihn in deinem Gewahrsein von ihm sündenlos bewahren. Also den Körper, ja. Und diese Mitte, in welchem der Körper abwesend ist, wird ihn, den Körper, in deinem Gewahrsein von ihm sündenlos bewahren. Also du bist geschützt, auch auf der Ebene. Und dieses Nicht-Tun ist dir an die Hand gegeben worden. Und das ist weniger als Meditieren, wie hier ja auch steht, obwohl Meditation eigentlich die Idee ist, denke ich mal, davon. Aber die Zeit ist ausgenommen worden. Nicht so, ah, wenn du jeden Tag 2 Stunden meditierst, da kriegst du einen ruhigen Geist und dann kannst du irgendwann Gott erfahren, sondern du tust es einfach. Und das kannst du in jedem Moment sozusagen tun. Du brauchst keine äußere Erlaubnis dafür. Das ist der schnelle Weg an Jahrhunderten an Jahrhunderten von Jahren vorbei. Wer nichts zu tun braucht, braucht keine Zeit. 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 Was bedeutet das für dich?
Wer nichts zu tun braucht, braucht keine Zeit. Kannst du dir selbst genügen? Kannst du dich selbst zulassen? Jetzt würde ich ja gerne den Raum öffnen für euch. Und ihr könnt auch gerne was sagen, aber ich werde es nicht hören. Aber ich gehe davon aus, dass es Liebe sein wird. Ach, danke dir, Cornelia, deine Machtsamkeit. Du brauchst gar nichts zu sagen, ich dein Gesicht sehe. Oh. Ja. Ja, unser Wort kann ja vielleicht noch ein bisschen Werbung machen. Ich stoppe mal die Aufzeichnungen.